Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ja, weil wir diese Woche noch frei haben bzw. Urlaub haben, dachten wir, müssen wir noch irgendwas Cooles unternehmen und wir haben richtig Bock auf Schlittenfahren bekommen. Deswegen haben wir uns jetzt einen Schlitten von Schwiegereltern ausgeliehen und fahren heute zum Winterberg und genau, werden dann ein bisschen rodeln und ich werde euch dabei mitnehmen. Wir frühstücken jetzt erstmal noch. Ich habe übrigens Aufbackbrötchen aufgebacken. Richtiger Fail. Ich hatte die extra für Silvester gekauft. Und dann habe ich sie einfach vergessen mitzunehmen. Und jetzt haben wir Aufbackbrötchen. Deswegen habe ich jetzt schnell Aufbackbrötchen gemacht. Und hier habe ich noch zwei Eier gemacht. Und dann geht es auch gleich schon los. Man fährt ja so eine bis anderthalb Stunden dahin. Deswegen sind wir auch heute so früh wach. Und ja. Du siehst noch richtig müde aus. Ich sitze schon mal im Auto und Michi kratzt gerade noch die Scheiben frei. Und dann geht's auch schon los. Auf der Hinfahrt fahre ich und auf der Rückfahrt fährt dann er. So, wir tanken jetzt gerade nochmal, weil unser Tank fast leer ist. Aber die Spritpreise sind wieder so teuer. Vor allem jetzt morgens. War egal. So ist das jetzt. So, wir sind angekommen, haben jetzt geparkt, haben uns auch schon angezogen und dann gehen wir gleich los. Und jetzt überlegen wir beide, wir hätten auch irgendwie Bock auf Skifahren oder Snowboard, was auch immer. Mal gucken. Aber wir gehen jetzt erstmal Schlitten fahren. Das ist übrigens der Schlitten, den wir ausgeliehen haben. Der ist nicht ganz so groß, aber ja, wir werden da schon irgendwie zwei draufpassen, ne? So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Rodelpiste und ich nehme schon den ganzen Schlitten ein. Ich glaube, wir passen hier nicht zu zweit drauf. Wir gucken gleich mal, ob man sich da noch Schlitten ausleihen kann. Auf jeden Fall ist das jetzt schon sehr klein. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Wir werden bestimmt auch runterfallen. Also ich habe schon richtig Bock, ich bin schon richtig lange nicht mehr Schlitten gefahren. Angekommen. Boah, hier ist einiges los. Ich hoffe, wir rammen niemanden um. Okay. Ich habe richtig Schiss, dass ich das Handy gleich irgendwie fallen lasse oder so. Ne? Ich bin mir unsicher, ob ich alles mitfilmen soll, ehrlich gesagt. Wie lenken wir? Deine Socken sind nass. Vielleicht muss ich gleich mal lenken. Ich habe längere Stiefel.
War jetzt zwar ganz lustig, aber leider gibt es hier keinen Bodenlift. Wir müssen immer wieder zu Fuß hochgehen. Und jetzt überlegen wir uns, Skisachen auszuleihen. Mal gucken. Uiuiuiui. Wir sind jetzt bei der richtigen Bahn angekommen, wo auch ein Rodellift ist. Und da unten ist einfach direkt so ein Berg, wo man gegenknallt, damit man stoppt. Aber das ist halt voll die kurze Bahn, voll schade. So, wir gehen jetzt wieder zurück also in Richtung Auto und gucken, ob wir uns dann da irgendwo Skier und so ausleihen können, weil wir haben irgendwie mehr Bock, gerade Ski zu fahren und so. Ja, genau. Jo, alles voller Schnee. So, hier ist freie Bahn. Hier fahren wir jetzt runter und dann gehen wir da hinten rüber zum Skifahren. Okay, warte. So. Geschafft. Meine Augenträne war soweit okay. Wir sind jetzt wieder auf dem Parkplatz und hier direkt ist auch ein Skiverleih und da werden wir uns gleich hier und ein Snowboard ausleihen und dann kann es richtig losgehen. Wir wollten uns gerade Skisachen ausleihen, aber jetzt haben wir gelesen, dass es ja keine Tickets mehr gibt, also keine Skilift-Tickets mehr, richtig dumm. Jetzt hat der Typ uns da vom Verleih gesagt, dass wir nochmal woanders hinfahren können, wo es wohl noch Tickets gibt. Mal gucken, machen wir das? Fahren wir dann noch hin oder fahren wir jetzt einfach nach Hause? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh Mann, der Tag ist ein richtiger Reinfall. Egal, ein bisschen Spaß hatten wir. Wir werden jetzt einfach noch ein bisschen hier durch den Wald spazieren. Hier ist es nämlich echt schön, also hier liegt halt voll viel Schnee und so. Und ein bisschen müssen wir das hier ausnutzen, dass wir hier so weit hingefahren sind. So, wir sind jetzt durch den Wald ein bisschen gewandert. Und hier kommt eine Piste nach der nächsten. Und die scheint richtig lang zu sein, von da oben bis, keine Ahnung, wo das noch hingeht. Also, ich habe schon öfter gesehen,
wo Leute so ihr Gesicht in Schnee reingemacht haben, dann die Form vom Gesicht da so drin geblieben ist. Und ich probiere das jetzt einfach aus. Boah, es wird aber richtig kalt, glaube ich, ne? Mhm. Okay, warte. Hier einfach. Oh Mann. Mach einfach. Okay. Schnell. Nein, nice. Oh, wie süß, das ist voll kalt. Es ist so kalt, es ist so kalt. Und es hat einfach gar nicht richtig funktioniert. Was ist das? Boah, es ist so kalt. Boah. Nee, das mache ich nicht nochmal. Boah. Ich glaube, ich hätte tiefer reingehen müssen, damit da so eine richtige Form ist. Mhm. Boah, das ist so kalt. Warum habe ich das gemacht? So, wir sind jetzt im Auto und fahren wieder zurück. Boah, und ich muss mich jetzt erstmal aufwärmen. Meine Hand und mein Gesicht ist so kalt. Und wir haben schon richtig Hunger. Wir werden uns wahrscheinlich gleich was bei Gabba holen. Das ist so ein Grieche. Ist das ein Grieche? Ja, ne? Ja, griechisch, aber sie sind nicht griechisch. Griechisch, also griechisches Gebab. Essen gibt es da auf jeden Fall. Und also wir essen da immer gerne Gyros Pita. Und Pommes geht auch immer. Wir sind wieder zu Hause und haben auch schon Essen geholt. Und jetzt werden wir erstmal essen. Wir haben richtig Hunger. Wir sind gerade richtig schnell nach Hause gefahren, damit das Essen warm bleibt. Und genau. Dabei gucken wir Netflix. Gyros und Pommes. Und wir gucken gerade übrigens auf Netflix diese Formel 1 Serie. Die ist richtig cool. Ja. Was ist das, Leute? Ich habe gerade meinen Gyros aufgemacht. Was ist das? Können die das nicht richtig machen? Alter. Da ist einfach so... Keine Ahnung, die haben da einfach so... die haben einfach so einen Batzen Salat, Kohl da reingemacht. Wie soll man das bitte halten und essen? Das ist einfach nur... Ah, ich reg mich hier. Okay. Also eigentlich mag ich Gabba richtig gerne und die Pommes sind auch immer richtig nice. Aber die Gyros Pita heute... War top! Top, 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 hundertprozentig, wie immer. Nee, meine nicht. Also meine unten, die war, bestand einfach nur aus Fleisch. Hallo, mach mal kurz... stopp. Unten nur aus Fleisch und oben der ganze Salat, der schon so rausgefallen ist, weil er einfach so draufgelegt wurde. Also ich habe die auch nicht aufgegessen, weil unten einfach nur noch Fleisch ist. Das ist passiert. Ganz, ganz komisch diesmal gewesen. Leider. Aber egal. Einfach eingeschlafen. Wir sind aber auch voll kaputt. Dabei ist es noch gar nicht so spät. Es ist nicht mal 8 Uhr.